Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mundown. Wir haben hier erfolgreich die Nacht verbracht, haben einen Schlüssel bekommen für Großpapas Haus und auch den Tipp bekommen, dass wir einmal mit der Kanone oben auf die blockierte Straße ballern dürfen, um die freizuräumen und den Mundown somit weiter zu erklimmen. Wir müssen jetzt hier erstmal wieder rausfinden, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich hoffe mal ganz stark, dass wir keine weiteren Strohmänner mehr zu Besuch kriegen. Und ich würde sagen, wir machen uns als allererstes jetzt erstmal zu Großpapas Haus, um zu gucken, ob dieser Schlüssel dort passt. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob ich hier richtig abgebogen bin. Denn nach unten wollen wir ja eigentlich nicht. Bin mir zumindest nicht ganz sicher, ob wir... Oh, hier geht's auch nach unten. Ich weiß nicht, ob die Wege sich treffen. Könnte natürlich sein, aber eigentlich möchte ich nur ganz gerne raus. Also doch da oben lang. Bin auf jeden Fall nicht traurig drüber, wenn wir den Bunker hier verlassen. Also ein bisschen unheimlich war es schon. Ich habe den netten Tipp bekommen, ich blende es auch gleich mal ein, vielen Dank dafür, dass wir uns mit dem Fernglas auf die Aussichtspunkte, also diese Sitzbänke da, setzen können und somit das Gebiet erkunden. Bin ich leider nicht von selber drauf gekommen. Macht aber natürlich Sinn, die Schilder haben uns ja immer so einen Aussichtspunkt gezeigt, auch mit Fernglas drauf, aber den Zusammenhang habe ich selber nicht in meinem Kopf zustande gekriegt. Deswegen vielen Dank für den netten Kommentar, dass wir die Häuser oder das Stroh abbrennen, dass das nichts bringt. Das habe ich dann auch selber schon gemerkt. Wusste ich halt am Anfang nicht. Ich habe es mal probiert, aber es ist halt wohl doch eher dafür gedacht, dass wir die Strohmänner... Ich glaube, wir laufen im Kreis, oder? Dass wir die Strohmänner damit abbrennen, wenn die da gerade zufällig langlaufen. So, jetzt lasst mich mal schauen. Wo müssen wir denn jetzt hier lang? Ich glaube, wir drehen uns gerade ein bisschen im Kreis. Aber hier hoch sieht ja eigentlich ganz gut aus. Bin ich links gelaufen oder bin ich gerade rechts gelaufen? Aber glaubt mir ruhig auch. Aber ich glaube, hier sind wir gerade hoch, ne? Sind wir wieder hier? Ne, richtig. Ja, glaubt mir, wenn ihr nebenbei noch quatscht und selber spielt, ist das manchmal gar nicht so einfach. Da auch noch erfolgreich nachzudenken dabei, als wenn man nur zuguckt. Da fällt es dann doch etwas leichter. So, ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen. Es tut mir leid, aber meine Orientierung ist einfach völlig für den Arsch. Wusste nicht, ob uns vielleicht die kleine Florina sogar rausbegleiten sollte. Hatte der was gesagt? Ich glaube, wir sind ja eigentlich immer in die Richtung gelaufen, wie die Figuren standen, ne? Dass das der Weg zum Walter ist. Sind wir hier vielleicht doch verkehrt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mal gucken, ob wir es die Folge noch schaffen, hier wieder rauszukommen. Aber ich glaube, wir drehen uns hier gerade echt im Kreis. Wir drehen uns im Geiß, sozusagen. Gut, also hier sind wir schon ein paar Mal lang und hier ging es auf jeden Fall nicht weiter. Aber hier ist auch keine Tür, ne? Was haben wir denn im Tagebuch stehen? Alegrias Kopf bei der Heustation holen, blockierte Straße freiräumen, Schloss für Großpapa. Das haben wir in der Quest drin stehen, aber wo müssen wir denn lang? Hier geht es ja auf jeden Fall wieder zum Walter, aber ich glaube, ich laufe hier gerade schon das 10. Mal lang. Aber es sieht mir irgendwie so vertraut aus, als wären wir hier richtig. Und wir laufen hier tatsächlich nur im Kreis und kommen hier unten wieder raus. Hier sind wir gerade lang, ne? Hier geht's noch hoch. Das könnte der richtige Weg sein.
Hier haben wir noch mal eine Tür. Ne, hier sind wir ja reingekommen. Hier war doch die Tür, wo wir die Geist gefüttert haben. Geht jetzt aber auch nicht weiter. Es tut mir leid, dass wir gerade so viel Zeit vertrödeln. Vielleicht hier drüben rein. Ja, das Ding kommt mir bekannt vor hier. Ich glaube, wir sind richtig. Ja, wir haben es geschafft. Entschuldigung für die paar extra Runden. Ich glaube, Laterne können wir ausmachen. Erschreckt mich doch nicht so. Sieht soweit erstmal gut aus. Keine Strom. Alter. Klingt halt aber auch wieder tot. Da hinten haben wir ein paar Imker. Das ist okay. Wir haben ja zum Glück unseren Schutzhelm. Also, wir müssen einmal zur Heustation, da wo wir vor uns mit dem Muffel das Heu abgeladen haben. Oder was heißt vorhin, ist wahrscheinlich schon ganz paar Folgen und ein ganz paar Tage her bei mir. Da müssen wir den Kopf holen. Und dann geht's erstmal wieder zu Opas Haus, damit wir den Schlüssel mal ausprobieren. Ja, ich weiß, da oben ist ein Imker, ist ja gut. Achso, ich habe auch gar keine Dings, ne? Könnte ja zumindest mal eine Pfeife in die Hand nehmen. Wir laufen jetzt einfach mal schnell mit dem Ding hier lang. Ich glaube zwar, dass die uns noch nicht gesehen haben, aber sicher ist sicher. Bevor wir dann von Bienen umhüllt sind und ich erstmal in Ruhe im Inventar suchen muss. Kann ich es auch wieder absetzen? Geht leider nicht. Gedrückt halt, nee, um zu stechen. Ah, wir haben ja doch noch eine Gabel. Zumindest ein Zacken ist noch dran, bringt uns nicht sehr weit, aber besser als nix. Aber absetzen kann ich es leider nicht. So, ja, ist doch gut. Dann nimm's halt vorher ab. Wir packen die Gabel erstmal wieder weg. Sonst sehen wir die ganze Zeit unsere verbrannte Hand. Und das sieht einfach nicht so schön aus. Ich freue mich erstmal, dass wieder Tag ist. Dass man hier ein bisschen ruhiger durch die Straßen kommt. So, jetzt lasst mich mal überlegen. Genau, wir waren das letzte Mal hier unten lang gelaufen. Das war eigentlich dumm. Achso, ich dachte schon, jetzt ist wieder Nacht. Aber nein. Das Steinbild ist weg. Vielleicht jetzt in seiner Ausstellung hier unten drin. Gehen wir jetzt rein? Aber das war ja auch kein Griff hier, ne? Macht ja keinen Sinn. Wo ist dein Schloss? Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Na, Entschuldigung, falsche Taste. Jetzt sind wir wieder aus dem Inventar. Gut, dann haben wir hier vorne die Heustation. Wo haben wir denn? Ich glaube, hier hinten war ein Tor, ne? Ja, genau. Dann sind wir einmal hier. Und jetzt müsste ja eigentlich der Kopf hier irgendwo sein. Zumindest steht es ja so im Tagebuch, ne? Alegrias Kopf bei der Heustation holen. Hätte jetzt fast gesagt, das ist die Heustation. Ah, nein, mein Muffel wollte ich nicht rufen. Also doch, können wir auch gleich. Aber es ist anscheinend doch nicht die Heustation. Oder ich bin gerade einfach mal wieder blind. Geht auch, aber wir probieren das jetzt mal mit den Bänken aus. War ja gerade ein Pfeil hier oben. Ah, deswegen kann man sich hier hinsetzen. Einmal hinsetzen. Fernglas in die Hand. Und damit sehen wir hier einmal das Gebiet. Okay, cool. Ich sage okay, cool. Und mein Google Home springt an. Super, wie die Sprachsteuerung funktioniert. Ja, cool, okay, dann wissen wir das.
Mit dem Kopf bin ich mir jetzt halt nicht ganz sicher. Mach mal das Licht hier an. Wow, krasse Glühlampe. Ich sehe keinen Kopf, vielleicht ist er auch wieder am Wasser und trinkt gerade einen Schluck. Oder ich bin mal wieder zu doof. Aber egal, wir rufen uns jetzt erstmal unser Muffel, fahren zurück zu Opas Haus und dann können wir dort auch gleich mal die Sitzbänke, die ich verpasst habe, noch nachholen. Dass wir das alles noch natürlich vervollständigen. Steig doch bitte ein. Also wirklich weit nach hinten gucken können wir nicht. Brauchen wir aber zum Glück auch gar nicht. Und auf geht's zurück. Wir brauchen kein Licht, aber danke für den Tipp. Ach, und dann legt er die Heugabel da vorne hin. Oder Mistgabel oder wie auch immer. Ja, ich hoffe mal, dass das passt, weil in der Quest steht ja das Schloss finden. Aber wir hatten ja das eine Schloss, wo auch so eine Figur dran war im Haus. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir das schon geöffnet hatten. Aber eine Tür war definitiv noch verschlossen. Oh oh, warum wird denn das so dunkel? Wir sind doch nur im Tunnel. Kann's doch nicht dunkel werden. Oh, okay. Es lädt. Ich hatte gerade Angst, es passiert irgendwas. Aber muss anscheinend nur das erste Gebiet neu laden. Mal gucken, ob sich da vielleicht in der Zwischenzeit was verändert hat. Könnte natürlich auch sein. Ich denke mal, dieser kleine Fleck da ist irgendein Vogel oder ein Tier, was mir vors Auto springt. Aber ist es zum Glück nicht. So, jetzt lasst mal kurz hier halten. Weil hier war doch irgendwo eine Sitzbank, oder? War die weiter unten. Wirklich schön sieht es hier nicht aus. Ich glaube da, ne? Dort ist die Sitzbank. Dass wir das auf jeden Fall noch schnell erledigen. Ja, jetzt komme ich hier nicht rum, ne? Das heißt, ich muss erst wieder runter, aber da fahren wir jetzt mit dem Muffel. Das ist schneller, als wenn wir uns die Seilbahn zunutze machen. Was war das? Klang sehr komisch. Oh, dann müssen wir einmal hier lang, setzen wir uns schnell oben drauf und gucken nochmal. Ich meine, wir kennen die Map schon, aber vollständigkeitshalber hätte ich das doch ganz gerne noch erledigt. Deswegen immer her mit Tipps und Sachen, die ich übersehen habe. Ich freue mich sehr drüber. Ich lese es alles, ich beantworte alles. Und ich schneide es auch mit ins Video rein. Oh, hier steht eine mit Reizhacken. Aber das war unsere, ne? Aber wir haben nicht Reizhacken. Okay. Ja, deswegen immer her damit. Ich freue mich sehr drüber, wenn ihr mitmacht und wenn ihr mir helft. Das wäre mir wahrscheinlich bis zum Ende des Spiels nicht aufgefallen. Und wir hätten somit gar nicht vollständig durchgespielt. Ah, gut, das hätten wir jetzt vielleicht nicht fahren müssen. Greta wäre böse auf uns. Die Tür ist schon wieder offen. Kann natürlich auch sein, dass ich es einfach vergessen habe. Zumindest sitzt das kleine Mädchen nicht mehr hier. Nee, genau, hier hatten wir das Kreuz und oben war definitiv das komische Schloss, ne? Ach du Scheiße. Oh nö. Haben wir hier so ein Vieh im Haus? Tür zu, Tür zu. Ach Mist, ey. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss gerade. Gewehrmunition. Also ein altes Gewehr hängt hier nicht zufällig, oder? Das hier? Jawohl, wir haben ein Gewehr.
Ach, endlich. Es wurde Zeit. Oh Gott, zielt er langsam. Cool, wie viel Schuss haben wir denn insgesamt? 21 Schuss. Wir haben noch ein Rad gefunden. Brauchen wir das? Sieht nicht so aus. Vielleicht irgendwie hier eine coole Rüstung oder so eine Kluft. Auch nicht. Hier haben wir nur das Fenster. Wir gucken uns das Bild nochmal an. Das ist wahrscheinlich besagte Nacht. Ah, ich glaube, wir haben echt so ein Vieh im Haus. Nee, das können wir auch nicht weiter aufnehmen. Ein kleines Kinderbettchen noch. Und das war's dann auch schon. Aber hey, wir haben das Gewehr. So, jetzt nehme ich aber auch direkt das Gewehr in die Hand. Und dann wäre es ja cool, wenn wir in der Folge noch schaffen, den Strohmann abzuschießen. Hier ist keiner. Was war's denn? Was? Gott, habe ich mich gerade vor meinem Spiegelbild erschreckt. Aber irgendwo muss einer sein. Vielleicht sollten wir doch lieber die Türen zumachen, wenn wir das Haus verlassen. Aber ich sehe keinen. Da draußen, da ist der Kleine. Wir hätten natürlich auch schön aus dem Fenster schießen können, aber... Ich hoffe mal, dass wir die auch überhaupt erschießen können. Ziel doch. Weiß nicht, ob wir die vorne im Gesicht treffen sollten. Gott, zitter doch nicht so. Möchte ungern einen Schuss verschießen. Deswegen gehe ich doch lieber mal weiter näher ran. Komm, du siehst mich doch. Hä? Erfolgreicher Schleichangriff mit zusätzlichen Schaden. Ach du Scheiße. Macht ja gar keinen Schaden. Das Gewehr kann mit einer Packung Munition in... Wir müssen es auch noch nachladen, natürlich. Also ja, macht Sinn, aber all das macht ja gar keinen Schaden, oder? Wir müssen halt wirklich das Gesicht vorne treffen. Hä? Wo ist er hin? Da ist einer. Da vielleicht wirklich... Na, was machst denn du? Jetzt kriegt er Angst, oder was? Na super, versuch da mal zu zielen. Ach, komm. Da freue ich mich hier seit etlichen Folgen auf ein Gewehr und dann ist das die größte Scheiße. Das macht einfach gar nichts. Ist das auch noch einer? Ja, ist natürlich auch noch einer. Ach, komm schon. Nö, der fällt kurz um, aber das war's. Ach, shit. Jetzt hat uns der auch noch gesehen. Na gut, das können wir völlig vergessen. Ach, Mist. Ja, das ist ja mal die größte Verarsche, ganz ehrlich. Also klar, das, die sind halt aus Stroh, dass der Schuss da vielleicht durchgeht. Sehe ich ja noch ein. Aber dann können wir es wahrscheinlich nur gegen die Imker verwenden. Wir haben schön gerade 9 Schuss verballert. Ja, doch nicht so der große Glücksbringer, ne? Was soll man dazu sagen? Schade, schade. Mal gucken, die Imker vielleicht. Und wenn wir dann im dritten Gebiet sind, kommen ja wahrscheinlich auch nochmal andere Gegner. Vielleicht ist es auch eher für die gedacht. Aber für die Strohmänner bringt es leider nicht viel. Oder ich habe zu schlecht getroffen, aber dass er halt auch so dolle Angst hat. Und dann so dolle zittert, das macht es halt echt nicht einfacher. Ja, ich hoffe jetzt erstmal, dass die mich in Ruhe lassen. Wir werden jetzt nochmal eine Runde speichern gehen. Ich glaube, hier drüben war es, ne? Genau. Und dann machen wir hier an der Stelle erstmal Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen. Nächste Folge gucken wir mal, ob wir die blockierte Straße freikriegen. Und dann bis morgen 12 Uhr. Macht's gut.